Ein Blick in die Bocholter Berufswelt konnten am Wochenende rund 1000 Jugendliche werfen. Die Schüler und Schülerinnen aus Bocholt und Umgebung waren zu Gast bei der 9. Bocholter Azubi-Messe in den Räumlichkeiten der Volksbank Bocholt. Gemeinsam hatten die Barmer Ersatzkasse und die Volksbank Bocholt einiges bewegt, um den Interessenten möglichst viele Informationen über ihre mögliche berufliche Zukunft an die Hand zu geben. Zum Gymnasium wechseln, zum Albert-Schwarzau oder Lehrer-Gymnasium. Hier ist der Vorteil, dass Sie das Abitur plus die beruflichen Kenntnisse bekommen. Bei simulierten Einstellungstests und Vorstellungsgesprächen konnten sich die Besucher einen guten Eindruck von dem verschaffen, was für viele in der nächsten Zeit auf sie zukommt. So nutzten viele dieses Angebot, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, seinen möglichst zukünftigen Chef oder Personalleiter Rede und Antwort stehen zu müssen. Darüber hinaus boten Infowände weitere Hilfen und Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung, vom ersten Bewerbungsschreiben bis zum Einzelgespräch. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen waren der Einladung zur 9. Auflage der Azubi-Messe gefolgt. Sie stellten nicht nur ihr Unternehmen vor, sondern erklärten ausführlich, welche Fähigkeiten ein Bewerber mitbringen sollte. Insgesamt bot sich den Besuchern ein bunter Querschnitt aus der Bocholter Unternehmenswelt. Industrie, Handwerk sowie Einzel bis zum Großhandel waren ebenso vertreten wie Firmen aus der Kreativbranche und dem sozialen Bereich. Ein positives Fazit zogen die Veranstalter der Messe. Sowohl die Jugendlichen als auch die Aussteller seien mit der Veranstaltung sehr zufrieden gewesen. Ja, unser besonderer Dank gilt natürlich Frau Katja Jansen, die bei uns im Haus das Ganze organisiert hat mit ihrem Team. Viele Jugendberater von uns und natürlich bei den Ausstellern, weil ohne die Aussteller würde diese ganze Veranstaltung nicht laufen können. Auf einem Samstag nicht normal, aber eine tolle Sache und herzlichen Dank.